بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht und bitte nochmal um eine Entschuldigung. Letzte Woche kam kurzfristig was dazwischen, aber Alhamdulillah, der Bruder Sinan, es konnte dann auch kurzfristig einspringen. Jazakallahu khairan. Und wir wollen insha'Allah ta'ala heute weitermachen mit unserer Reihe über die Suren des Koran, über die Suren des Koran. Und heute mit der Sure Nummer 65. Surat At-Talaq, welche ebenfalls zum 28. Juz gehört. Wir haben ja von hinten angefangen, haben Alhamdulillah bisher auch alle Suren abgeschlossen zum 2 Juz und letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir Surat At-Tahrim, die Sure Nummer 66, behandelt gehabt und auch dann abgeschlossen gehabt. Jetzt beginnen wir insha'Allah ta'ala mit einer ganz neuen Sure und zwar Surat At-Talaq. Surat At-Talaq. Scheidung. Ist kein schönes Thema, welches die Sura hier anspricht, aber es ist ein Thema, was zur Gesellschaft gehört und ein Thema, was zum Alltag gehört und ein Thema, was eigentlich auch eine Rahma sein kann von Allah subhanahu wa ta'ala. Surat At-Talaq behandelt ein gesellschaftliches Phänomen, welches es in jeder Gesellschaft gibt, ohne Ausnahme. Und zwar, dass zwei Menschen, die geheiratet haben, sich nach einiger Zeit auseinanderleben und wieder trennen wollen. Das ist traurig, das ist nicht schön, gerade auch wenn Kinder mit im Spiel sind, ist das nicht schön. Aber es ist ein Teil unseres menschlichen Daseins. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, Al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha ittalaf, wa ma tanafara minha ikhtalaf. Die Seelen sind wie Soldatengruppen, kann man sagen. Junud mujannada. Also wörtlich übersetzt, Soldaten, die rekrutiert wurden und dann in Einheiten eingeteilt wurden. Also lassen sich im Grunde in Gruppen einteilen. مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِتَّلَفْ. Diejenigen, die sich kennenlernen, die mögen sich auch. وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اِتَّلَفْ. Und diejenigen, die einander nicht kennenlernen, die werden sich dementsprechend dann auch streiten und auseinandergehen und Dispute haben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt in diesem schönen Hadith auf, dass die menschlichen Seelen unterschiedlich sind. Egal ob sie glauben, nicht glauben, die menschlichen Seelen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und manche Seelen verstehen sich sehr gut von Natur aus, subhanallah, ihre Wesensart passt zueinander. Und wiederum andere Seelen verstehen sich nicht gut und stoßen sich eher ab. Und das kann man häufig nicht immer voraussehen, wenn man heiratet. Wenn man heiratet, kann man das nicht immer voraussehen. Es kann sogar sein, dass man einen Menschen am Anfang sehr angenehm empfand, ihn sogar geliebt hat, aber man sich trotzdem aus unterschiedlichen Gründen dann mit der Zeit auseinanderlebt. Und deswegen, die Scheidung ist ja nicht nur etwas, was Muslime kennen, das kennt ja die gesamte Welt. Und interessant ist, dass immer wieder Menschen, die vorher sogar jahrelang zusammengelebt haben, weil meistens in Deutschland ist es ja so, oder im Westen, dass die Menschen ja erst heiraten, nachdem sie schon sehr lange miteinander zusammengelebt haben und sich aneinander gewöhnt haben und trotz alledem die Scheidungsrate sehr, sehr hoch ist. Also es gibt keine Garantie dafür, dass man immer dieses Verständnis hat, immer diese Zuneigung hat, sondern es können die unterschiedlichsten Gründe dafür geben, dass Menschen sich auseinanderleben, subhanallah. Und das ist erst einmal etwas, was man verstehen muss. Der Koran, subhanallah, er ist kein Buch, was auf Engel herabgesandt wurde. Der Koran ist ein Buch, was auf Menschen herabgesandt wurde.
Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und das ist das Interessante, er wird sogar direkt am Anfang dieser Sura angesprochen. Ähnlich wie in Sura al-Tahrim. Also genau derselbe Anfang. Ja, ayyuhan Nabi, o Prophet. Und auch in dieser Sura, in der ersten Ayah, wird unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerufen und angesprochen. Und er selbst, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, bei einem der Offenbarungsanlässe, die eventuell in Frage kommen könnten für den ersten Vers, er selbst war schon in einer Situation gewesen, wo er sich von einer seiner Frauen scheiden lassen wollte. Also ein Prophet, der sich scheiden lassen möchte. Und daran erkennen wir, dass es etwas Menschliches, was die besten aller Menschen betreffen kann, selbst einem Propheten. Subhanallah. Selbst einem Propheten. Selbst Propheten hatten Probleme zu Hause gehabt mit ihren Ehefrauen, obwohl sie vollkommene Menschen sind und ihrem Charakter vollkommen sind. Und das zeigt uns, dass der Koran eine Offenbarung ist, die wirklich dazu da ist, dem Menschen in seiner Realität dann zu helfen, aufzuzeigen, wie er sich richtig zu verhalten hat, Regeln aufzuzeigen, wie seine Rechte, die Rechte der Frau, aber auch die Rechte des Mannes gewahrt bleiben, die Rechte der Kinder gewahrt bleiben, was man tun sollte als Muslim in einem Konflikt, in einer Konfliktsituation, gerade wenn es um einen Rosenkrieg geht, was mache ich da, wie sollte ich mich da verhalten, weil wenn ich da keine Taqwa habe, keine Gottesfurcht habe, was passiert dann? Dann werde ich jegliche Grenzen überschreiten. Und das passiert leider im Alltag. Sowohl bei Muslimen als auch bei Nicht-Muslimen. Aber gerade ein Muslim sollte sich dann, gerade in diesem Punkt, unterscheiden von anderen. Weil er nämlich hier eine ganz klare Einleitung hat. Was sehr interessant ist in dieser Sura, das ist erstmal so eine allgemeine Einleitung, bevor wir jetzt inshallah ta'ala auf die Sura selbst zu sprechen kommen, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura nicht nur auf den Talaq eingeht, sondern immer wieder den Talaq verbindet mit der Taqwa Allahs. Kommt immer wieder vor in dieser Sura, subhanallah. Immer wieder spricht Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura über die Taqwa. Und am Ende der Sura spricht Allah subhanahu wa ta'ala sogar darüber, dass er einige Völker zerstört hat, weil sie sich abgewandt haben vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und da könnte man denken, was hat das jetzt bitte schön mit dem Talaq und dem Thema der Sura zu tun? Das war sehr, sehr viel. Subhanallah. Weil der Koran ist nicht einfach nur ein Gesetzesbuch. Es sind nicht Paragraphen, ja, das ist erlaubt, das ist verboten. Sondern der Koran, er ist ein Offenbarungsbuch, ein Buch der Rechtleitung. Weil du kannst nicht alles mit Gesetzen regeln. Du kannst nicht alles mit Gesetzen regeln. Mit Gesetzen kannst du nur bestimmte Dinge regeln. Aber du kannst mit einem Gesetz nicht regeln, wie ich jemanden zu behandeln habe. Ob ich lächeln muss oder ob ich nicht lächeln muss. Ob ich gutmütig bin oder ob ich nicht gutmütig bin. Das kann ich nicht mit einem Gesetz festlegen. Ich kann nur die Leute ermahnen. Ich kann nur sagen, guck mal, wenn du gut bist, dann wird dir aber was Besseres geben. Ich kann zu jemandem gemein sein, sehr gemein sogar, ohne dass das Gesetz mich dafür belangen könnte. Was soll denn der Richter sagen? Dass er mich für gemein sein dann bestraft? Gibt es nicht. Ich kann sehr gemein sein zu meinen Menschen. Sehr unverschämt sein. Ohne dass ich jedoch eine Straftat begehe. Ich benutze keinen Ausdruck. Ich bin einfach nur gemein. Kann irgendjemand dagegen etwas tun? Keiner. Aber ich als Mu'min weiß, wenn ich gemein bin zu jemandem, und gerade jetzt hier in Bezug auf die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, zu meiner Ehefrau oder zu meinem Ehemann, wenn ich ihn schlecht behandle oder sie schlecht behandle, dann weiß ich als Muslim, ich werde am jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft gezogen. Es kann kein Richter etwas tun. Kein Richter kann etwas tun. Weil ich nichts getan habe, was dem Gesetz widerspricht. Weder im Islam noch außerhalb des Islam. Aber es wird ein Gericht geben bei Allah subhanahu wa ta'ala, wo ich genau für diese Dinge auch zur Rechenschaft gezogen werde. Und deswegen spricht Allah ta'ala in Surat al-Talaq immer wieder das Gewissen des Mu'mins an. Denke immer daran, dass du eines Tages vor deinem Schöpfer stehen wirst und dass dein Schöpfer dir deine Taten vor Augen halten wird.
Und dass du dann dafür Rechenschaft ablegen musst. Und du musst Rede und Antwort stehen. Waqifuhum innahum mas'ulun. Lasst sie, haltet sie auf, haltet sie fest, lasst sie stehen bleiben. Warum? Weil sie werden jetzt zur Rechenschaft gezogen. Sie werden befragt. Jeder von uns wird bestraft. Für das, was er, zur Rechenschaft gezogen für das, was er getan hat. Jeder von uns. Und das muss mir bewusst sein. Und das ist so wichtig, weil ich weiß, wir haben ja auch Geschwister, die entweder schon verheiratet sind, einige haben auch schon Kinder, ja? Andere waren verheiratet gewesen, sind sogar geschieden, andere sind vielleicht noch nicht verheiratet, aber kommen aus einer Familie, wo die Eltern sich geschieden haben, etc. Also es ist allgegenwärtig, dieses Thema. Und das ist das Schöne am Islam, subhanallah, dass er die Realität berücksichtigt. Ich hatte gestern eine Veranstaltung gehabt in der Katholischen Akademie, wo es um das Thema Ehe ging. Und da haben unterschiedliche Religionen aufgezeigt, wie Ehezeremonien vollzogen werden in ihrer jeweiligen Religion. Da unter anderem auch das Christentum, katholische Kirche, evangelische Kirche etc. Und da sind wir auch natürlich auf das Thema so kurz, auf das Thema was? Scheidung eingegangen. So, nebenbei. Und was wir beispielsweise jetzt gerade auch in der katholischen Kirche haben, ich weiß jetzt nicht, wie es in der evangelischen Kirche ist, ich glaube, das ist nicht so streng, aber in der katholischen Kirche, ich weiß auch nicht, wie es in der Doxen ist, aber in der katholischen Kirche, und das ist ja sozusagen der Großteil der Christenheit, also der Katholiken sind die Mehrheit der Christen, ich glaube, über 1 Milliarde Katholiken gibt es auf der Welt, ja, da ist es wirklich so, dass wenn du jemanden heiratest, dann bist du mit ihm bis zum Ende deines Lebens verheiratet. Und wenn du dich scheiden lässt, ohne dass es ein, also sozusagen geht ja gar nicht, wenn du dich scheiden lässt, was ist dann? Dann bist du ausgeschlossen vom Gottesdienst, vom katholischen Gottesdienst, dieser Eucharistismus, also das heißt vom Abendmahl. Du darfst dann sozusagen als Geschiedener oder als Geschiedene, ja, darf man dann als Katholik nicht mehr, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig wiedergegeben, aber so habe ich es zumindest verstanden und auch gelesen, dass man dann nicht mehr am Abendmahl teilnehmen darf, weil es nämlich absolut verboten ist, sich scheiden zu lassen. Das heißt, aus katholischer Sicht wird die Ehe als etwas, es ist ja auch ein Sakrament, etwas Heiliges, ja? Etwas, was man nicht einfach so aufheben darf. Und hier wird natürlich die Ehe idealisiert. So als wären die Menschen keine Menschen. Der Islam sieht aber die Menschen als Menschen und weiß ganz genau, Probleme gibt es überall. Natürlich ist es schön, dass Menschen sich verstehen. Und wir wünschen uns alle, dass Menschen bis zu ihrem Lebensende dann zusammenbleiben und eine harmonische Ehe führen. Und das ist genau das, was Allah Ta'ala über die Ehe sagt. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Und zu seinen Zeichen gehört, dass er aus euch Ehegattinnen erschuf, auf dass ihr ihnen beiwohnt. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ was? مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er legte zwischen euch Mawadda, Zuneigung und Barmherzigkeit. Das ist der eigentliche Zweck und das ist das, worum es eigentlich geht, aber es funktioniert nicht immer. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und genau aus diesem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Sura herabgesandt, um uns aufzuzeigen, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Es gibt eine Überlieferung, die ist ganz authentisch, aber die wird sozusagen in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt und sie ist eigentlich auch von der Bedeutung her richtig. Und zwar wird unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben, dass er gesagt haben soll, ich sage extra gesagt haben soll, ja, weil das nicht ganz authentisch ist, und zwar أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ. Das Erlaubte, was Allah am meisten verabscheut, das ist Halal, ja, aber das, was er am meisten verabscheut, ist was? Ist der Talaq. Wenn es nicht anders geht, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass dann die Menschen zwei verschiedene Wege gehen. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, wie und wie man sich in solch einer Situation verhalten sollte. Surat al-Talaq ist nicht die einzige Surah, die ausführlich über den Talaq spricht. Es gibt noch eine andere Surah, in der sehr ausführlich über den Talaq gesprochen wird. Weißt du jemand, welche Surah das ist? In welcher Surah wird noch sehr ausführlich über den Talaq gesprochen? Al-Talaq marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrih bi-ihsan. Welche Sura ist das? Hä? Welche Sura? Baqara. Sura al-Baqara spricht auch sehr, sehr ausführlich über was? Spricht auch sehr, sehr ausführlich über den Talaq, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat also an verschiedenen Stellen uns aufgezeigt, ja, also
wie wir uns zu verhalten haben. So über das Gebet, was die fünfte, die zweite Säule des Islam ist, gibt es nicht so viele Verse wie über den Talaq. Über das Gebet wird allgemein gesprochen, ihr sollt beten. Aber kennt ihr eine Ayah, wo darüber geschrieben, wo gesagt wird, wie viele Rak'a wir beten sollen? Gibt es eine Ayah, wo steht, wie viele Rak'a wir beten sollen? Gibt es eine Ayah im Koran, wo steht, wir sollen fünfmal am Tag beten? Kennt ihr eine? Ich kenne keine. Ja? Es gibt keine Ayah, ja, über die, in der über diese Einzelheiten im Gebet gesprochen wird. Aber subhanallah, hier beim Talaq so viele Ayat. Warum? Weil die Menschen nicht weiter wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und Allah Ta'ala uns dementsprechend aufgezeigt hat, ah, so müssen wir uns also verhalten, wenn es zu einem Problem kommt. Ebenfalls etwas ganz, ganz Wichtiges. Im Übrigen, in Surat An-Nisa wird auch über den Talaq gesprochen. Ja? Aber nicht so ausführlich wie in Surat Al-Baqarah, in einigen Versen. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch verstehen müssen. Und zwar, der Shaitan, er liebt den Streit und den Konflikt und die Spaltung. Und Allah Ta'ala, er liebt die Einheit und die Harmonie. Egal welche Form von Einheit es ist. Ob die Einheit in der Gesellschaft, die Einheit in der Umma oder die Einheit in der Familie. Allah Ta'ala, er liebt die Einheit. Und deswegen, zu den besten Taten, die ein Muslim vollziehen kann, ist was? Salat al-Rahim, dass ich die Familienbande pflege. Das gehört zu den besten Taten. Zu den besten Taten gehört Islahu Dhat al-Bayn, dass ich zwei miteinander verstrittene Parteien versöhne. Das gehört zu den besten Taten überhaupt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und zu den liebsten Taten des Shaitan gehört genau das Gegenteil. Immer was mache ich? Immer für Streit sorgen. Deswegen, es gibt eine Überlieferung, subhanallah, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über den Shaitan spricht, um was die Tat ist, die der Shaitan am liebsten mag. Die Tat, die der Shaitan am liebsten mag. Und zwar kommt, ich habe es nicht genau in dem Wortlaut, ich gucke gerade, ob ich ihn hier noch finde, inshallah, auf die Schnelle. Ja? Und zwar wird überliefert, ja, dass der Shaitan auf seinem Thron sitzt und dann kommt ein kleiner Shaitan, also Iblis sozusagen, sitzt auf seinem Thron und dann kommt ein kleiner Shaitan. Und ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, genau, richtig. Ja? Und zwar wird von Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu überliefert, in der Überlieferung bei Imam Muslim. Inna Iblis yada'u 'arshahu 'ala al-ma'. Iblis setzt seinen Thron auf Wasser. Thumma yab'athu saraya. Und dann schickt er seine Kundschafter aus. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. Allahu Akbar. Der Shaitan, der ihm am nächsten ist, ist der, der für am meisten Fitne sorgt, für am meisten was? Zwietracht sorgt. يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ. Einer kommt dann von den Shaitanen und sagt, فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. Ich habe das von ihnen getan. Und dann sagt der Shaitan, Iblis sagt, مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. Du hast nichts gemacht, das ist doch gar nichts. Ja, hat ihn vielleicht dazu gebracht, weiß ich nicht, einer Frau hinterher zu schauen oder nichts, Kleinigkeit. Dann kommt ein anderer Shaitan und sagt, ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَأَتِهِ. Dann sagt er, ich habe nicht von ihm abgelassen, bis ich zwischen ihm und seiner Frau getrennt habe, also bis ich seine Frau von ihm getrennt habe. Also sie dazu gebracht habe, sich scheiden zu lassen. Woraufhin dann der Iblis sagt, oder Iblis sagt dann, ja, ni'ma ente, du bist ein guter Shaitan, du bist ein sehr, sehr guter Shaitan, ein sehr guter Schüler. Ja, und lässt ihn dann sozusagen ganz nah bei sich sein. Subhanallah. Ja, der Shaitan liebt das. Ja, aber am Ende, wie gesagt, es gibt immer Situationen, wo es dann nicht anders geht, ob dann der Shaitan die Ursache ist oder es andere Ursachen dafür gibt, ist etwas anderes. Ja, und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgezeigt, was wir in solch einer Situation tun sollen. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu Surat At-Talaq. Surat At-Talaq ist eine Surah, die aus 12 Ayat besteht. Eine Surah, die aus 12 Ayat besteht. Was würdet ihr sagen? Ist das eine medinensische Surah oder eine mekkanische Surah? Einfach mal so aus dem Bauch heraus. Was würdet ihr sagen? Medinensisch. Warum medinensisch? Gesetzesgebung. Sehr gut. Ja? Es ist wirklich eine, in der Tat eine medinensische Sura, weil es in dieser Sura
um ganz klare Regelungen geht, welche in Mekka noch nicht wirklich Sinn gemacht haben. Aber in Medina hatte man jetzt einen Staat gehabt, in Medina hatte man eine Gemeinschaft gehabt, in Medina war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Richter gewesen, die Leute haben geheiratet und somit treten dann natürlich auch die alltäglichen Probleme auf. Und hier ist nochmal wichtig auch ein anderer Aspekt. Wenn wir uns die erste Gemeinschaft der Muslime vorstellen, stellen wir uns manchmal eine Gemeinschaft vor, die aus Engeln besteht. Das ist aber nicht richtig. Die erste Generation der Muslime ist eine Generation, die genauso Mensch war wie jeder einzelne von uns. Waren auch Menschen, wie wir, mit denselben Fehlern, mit denselben Problemen, mit denselben Herausforderungen, mit denselben Schwächen. Nur was hat sie so besonders gemacht? Weil viele denken so, oh, wie konnten die Sahabe so etwas machen und hier hat jemand, der einen Fehler gemacht, und denken dann, das können doch nicht unsere Vorbilder sein. Doch, das sind unsere Vorbilder, aus einem Grund. Weil sie nämlich aus ihren Fehlern gelernt haben. Und sie bereit gewesen waren, die Worte Allahs zu verinnerlichen. Das ist der Unterschied. Und das verstehen viele nicht. Viele sagen, ja, die Sahabe, die waren so und so gewesen. Ja, natürlich fügen sie dann auch viele Lügen mit hinzu. Das ist eine andere Sache, ja. Aber weil sie einfach von vornherein sind dann geschockt und denken so, wie kann das sein? Ja, es sind Menschen gewesen. Ganz normale Menschen gewesen. Mit all den alltäglichen Problemen, die wir auch haben. Nur sie haben versucht, die Worte Allahs so gut sie konnten zu befolgen. Und das hat sie so besonders gemacht. Radwanullahi alayhim ajma'in. Und auf jeden Fall, diese Sure ist medinensisch vollständig, besteht aus 12 Ayat und sie trägt noch einen anderen Namen. Und zwar nennen sie die Gelehrten auch Surat al-Nisa al-Sughra. Surat al-Nisa al-Sughra. Die kleine Sure al-Nisa. Warum? Weil es hier nämlich um was geht, um Angelegenheiten, die auch die Frauen betreffen. Wir haben Surat al-Nisa al-Kubra, das ist die vierte Sure des Koran, die wir kennen, ja, die Frau. Und sie wird auch als Surat al-Nisa al-Sughra bezeichnet, Surat al-Talaq, ja, weil sie nämlich auch auf wichtige Aspekte eingeht, welche die Beziehung des Mannes zur Frau betreffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er leitet jetzt diese Sure wieder ein mit den Worten, Ya ayyuhan Nabi, O Prophet. Könnte man sich natürlich fragen, warum, aber lass uns erstmal weiterlesen, insha'Allah ta'ala, damit wir überhaupt erstmal ein Gefühl bekommen für diese Sura. Weil ich glaube auch nicht, dass es eine übliche Sura ist, die jeder von euch kennt. Ja, Surat Talaq hört man nicht so oft im Gebet. Hört man sehr, sehr selten. Man gesucht bestimmte Suren, die hört man immer wieder im Gebet. Bestimmte Koranstellen. Ja, also die letzten Verse von Surat Al-Hashr. Ja, ja, ayyuha alladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighat, ya unan Allahu la ilaha illa hu, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام كم بعلى هم إما بلا أنجبي في letzten آيات من سورة البقرة كانت إلى فن في ersten آيات من سورة البقرة كانت إلى فن سورة الطلاق ما يصدقنا habe ich noch nie gehört und deswegen müssen wir erstmal ein Gefühl davon bekommen und zwar sagt Allah سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصن عدة وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ O Prophet, wenn ihr euch von Frauen scheidet, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin und berechnet die Wartezeit. لَا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ und fürchtet Allah euren Herrn. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ Weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ Und jene sind die Grenzen Allahs. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَمَنْ Wieso geht denn komisch, was ist denn hier los? Die Ayah ist nicht bis zum Ende übersetzt. Komisch. Naja, okay. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Und wer die Grenzen Allahs, das ist meine eigene Übersetzung, überschreitet, der hat sich selbst Unrecht getan. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا Du weißt nicht, ob nicht Allah danach eine Angelegenheit geschehen ist. Das ist die erste Ayah. Also eine relativ lange Ayah. Daran merkt man auch wieder, ah, es handelt sich um was? Um eine medinensische Sura. Warum? Weil die Ayah sehr, sehr lang sind. Und sie beinhalten sehr, sehr viele Regeln. Allah subhanahu wa ta'ala, interessanterweise, er beginnt
diese Ayah mit einem Aufruf an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar, ja ayyuhan Nabi. Das könnte man sich fragen, aber hier geht es doch nicht nur um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern hier geht es doch um die Gläubigen als Ganzes. Und hier sagen die Gelehrten, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich darauf bezieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorhatte, Hafsa radiallahu anha zu scheiden und sich von ihr zu trennen. Und daraufhin aber Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat, dass er sie behalten soll. Aus welchem Grund? Weil es sich nämlich bei Hafsa radiallahu anha um eine fromme Frau handelte, welche viel gefastet hat und welche viel in der Nacht aufgestanden ist. Es kann aber auch sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich an seine Gemeinschaft findet. Weil er nämlich der Muballigh ist anillahi azza wa jal. Er ist derjenige, der die Botschaft Allahs an die Gläubigen dann weitergeben soll. Es kann aber auch natürlich sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala will, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Gläubigen dann noch einmal ganz genau aufzeigt, wie diese Ayat, die Allah ta'ala offenbart hat, dann auch wirklich umzusetzen sind. Weil häufig ist es so, dass ich vielleicht eine Ayat höre, aber sie nicht richtig umsetzen kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht nur einfach derjenige ist, der die Ayah offenbart bekommen hat, sondern auch derjenige ist, der sie gleichzeitig auch erläutern soll. Und hier gibt es noch einen anderen Aspekt, der wichtig ist. Und zwar, wenn Allah Ta'ala hier den Propheten als Propheten anspricht, sallallahu alaihi wa sallam, will er vielleicht damit auch zum Ausdruck bringen, und Allah weiß es am besten, dass diese Ahkam, die er herabgelassen hat, in dieser Sura, sich auch auf eine bestimmte Gesellschaft beschränken. Was nicht heißt, dass sie nicht für uns verbindlich sind. Nein, nein, auf keinen Fall. Aber dass die Gesellschaft zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei unserem Verständnis dieser Ayat in jedem Fall immer in unserem Hinterkopf sein muss. Weil bestimmte Ahkam können wir nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, warum sie überhaupt erlassen worden sind. Und das ist sehr wichtig. Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar, ich hatte auch gestern so ein Gespräch gehabt, nämlich, warum darf eigentlich ein Muslim mehr als eine Frau heiraten? Ich habe damals gesagt, schauen Sie mal, der Islam ist nicht gekommen, um die Mehrehe einzuführen. Dafür brauche ich dieses gesellschaftliche Verständnis. Sondern der Islam ist gekommen, um die Mehrehe zu beschränken. Guck mal, ein gewaltiger Unterschied, oder? Wenn ich sage, der Islam ist gekommen, um die Mehrehe einzuführen, es ist ja so, als hätte es nie eine Mehrehe gegeben. Polygamie war den Menschen fremd gewesen und jetzt kommt der Islam und sagt, ihr dürft mehr als eine Frau heiraten. Aber das ist ja überhaupt nicht so, das ist ja genau umgekehrt. Es ist ja so, dass der Islam kommt, um das einzuschränken und dem eine Grenze zu setzen und zu sagen, wenn überhaupt, dann allerhöchstens vier. Und wenn ihr Angst habt, nicht gerecht zu sein, dann nur eine einzige. Ist das nicht ein Unterschied? Als wenn ich behaupte, der Islam hat die Mehrehe erlaubt? Nein, er hat sie beschränkt und nicht erlaubt. Und ja, Alhamdulillah, sie ist erlaubt aus guten Gründen. Weil nicht in allen Gesellschaften, ich würde sogar behaupten, in der Menschheitsgeschichte, in den wenigsten Gesellschaften gab es solch ein Sozialversicherungssystem, wie wir es hier haben in Deutschland. Viele Syrer sind ja jetzt nach Deutschland gekommen. Und nachdem dann ihre Familien nachgezogen sind, gab es sehr, sehr viele Scheidungsfälle. Sehr viele Scheidungsfälle. Und viele Frauen haben auch sich dann für die Scheidung entschieden und gesagt, egal was ist, in Syrien war ich abhängig von meinem Mann gewesen finanziell. Hier in Deutschland gehe ich zum Jobcenter und werde ernährt. Und dementsprechend brauche ich mich mit meinem Mann nicht mal zu streiten. Das kann man natürlich als gut, nicht gut ansehen, das ist eine andere, ich will das gar nicht bewerten. Ja, es geht mir aber nur einfach darum, in den meisten Gesellschaften ist die Frau abhängig von einem Ehemann. Weil wenn sie erst einmal Kinder hatten, selbst hier in Deutschland, wenn eine Frau erst einmal Kinder hat, nicht nur ein Kind, vielleicht sogar zwei oder drei Kinder, und dann ist sie geschieden, verwitwet, wie auch immer, dann fällt es ihr sehr, sehr schwer, ihre Kinder zu ernähren. Hier in Deutschland haben wir glücklicherweise, Alhamdulillah, ja, Hartz IV, jetzt kommt das Bürgergeld, ja, wie auch immer, ja, wo man dann die Möglichkeit hat, über die Runden zu kommen. Aber am Ende gibt es viele Gesellschaften, wo es diese Möglichkeit nicht gibt.
Und viele Männer sind nicht bereit, eine Frau mit drei Kindern zu heiraten, als erste Frau. Das ist einfach so, die probieren. Das ist einfach so. Das Guthaben, gut heißt oder nicht gut heißt, das ist einfach so. Und sagen, aber als Zweitfrau könnte ich mir das vorstellen. Und gleichzeitig hat sie auch etwas davon, indem sie nämlich und ihre Kinder geschützt sind und ernährt werden. Und darin sehen wir die Hikma Allah subhanahu wa ta'ala, dass er so etwas beschränkt hat, aber gleichzeitig auch erlaubt hat und aufgezeigt hat, es kann auch seine guten Seiten haben, auch wenn es nicht immer einfach ist. Für beide Parteien vielleicht auch nicht einfach ist. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir immer bei all den Tashmi'at, die der Koran gebracht hat, gerade auch bei solchen gesellschaftlichen Regelungen, die der Koran offenbart hat, auch immer was im Hinterkopf haben. Warum hat es Allah offenbart und in welchem Kontext wurde es offenbart? Weil wenn wir den Kontext nicht verstehen, dann kommt uns das immer sehr merkwürdig vor. Und dann sagen wir, hä, warum ist das denn so? Und dann können wir auch bestimmte Gebote nicht richtig anwenden. Wenn wir aber den Kontext und den Hintergrund verstehen, warum das so erlassen wurde und warum das offenbart wurde, wird uns das viel leichter fallen. Und deswegen, ja, ayyuhan Nabi. Ja, weil seine Aufgabe ist es auch gewesen, nämlich den Menschen zu erläutern, wie die Gebote Allahs dann umzusetzen sind. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Grunde genommen die Gläubigen an sich an. Und er sagt, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. O Prophet, wenn ihr euch von euren Frauen scheidet oder von Frauen scheidet, dann sind alle Männer gemeint, ja, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin und berechnet die Wartezeit, was heißt es jetzt. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Auflösung einer Ehe. Es ist erstmal wichtig, dass wir das verstehen. Weil viele verstehen das nicht. Viele sagen, nur der Mann darf sich von einer Frau scheiden. Nein, das ist nicht richtig. Sondern es gibt drei verschiedene. Und Allah Ta'ala spricht jetzt eine dieser Möglichkeiten an, um sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Oder um eine Trennung herbeizuführen. Die erste nennen wir Talaq. Und Talaq heißt so viel wie Verbann. Talaqa, also freilassen. Der Mann, er hat die Frau geheiratet und er sagt, du bist jetzt frei, du kannst gehen. Ich schicke dich zurück zu deiner Familie. Das nennt man was? Das nennt man Talaq. Und der Talaq ist einseitig auf Seite des Ehemannes. Das heißt, es liegt in seiner Hand. Es liegt was? In seiner Hand. Die zweite Form von Scheidung nennt man Khul'a. Und was ist ein Khul'a? Khul'a bedeutet, kommt von Khala'a. Und Khala'a ist etwas aushebeln. Khala'a al-Bab, ja, hat die, sozusagen die Tür aus den Scharnieren genommen. Ja? Und Khul'a bedeutet, dass eine Frau sich aus der Ehe heraushebelt. Freikauft in Anführungsstrichen. Mit anderen Worten, sie sagt dem Ehemann, schau mal, du hast mir damals eine Brautgabe gegeben. Ich möchte aber nicht mehr mit dir verheiratet sein. Nimm einen Teil der Brautgabe zurück oder die gesamte Brautgabe und lass mich gehen. Nach den meisten Gelehrten muss der Mann oder der Richter dann zustimmen, wenn der Mann nicht zustimmen möchte. Manche sagen auch, das funktioniert automatisch. Wenn wir uns das anschauen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem direkt zugestimmt hat, ohne das zu hinterfragen. Und zwar kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, ich kann meinem Mann nichts vorwerfen, dass er irgendwie schlecht ist oder dass er sich nicht um mich kümmert, aber ich kann ihn nicht leiden. Ich komme nicht mit ihm klar einfach. Ja? Also die Chemie stimmt einfach nicht, so auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Mann, okay, er meinte dann zu ihr, was hast du von ihm bekommen? Sie meinte, ich habe von ihm einen Garten bekommen. Dann meinte er zu ihr, gib ihm den Garten zurück und du, also scheide dich von ihr. Als Gegenleistung. Weil er will ja die Scheidung nicht und sie will die Scheidung. Und warum soll er dann auch noch, sage ich mal, seinen Garten verlieren, den er ihr gegeben hat? Ist ja gerecht. Ja? Wenn sie die Scheidung möchte, obwohl er ihr überhaupt nichts getan hat. Und dann gibt es eine dritte Sache, die nennt man was? Fesch. Was ist ein Fesch? Fesch heißt, dass ein Qadi, ein Richter die Ehe auflöst. Also beide sind sich nicht einig, kommen nicht klar miteinander und dann kommt ein Qadi und löst diese was? Diese Ehe auf. Das sind erstmal die drei grundlegenden Formen, die wir haben bei einer Trennung. Und hier geht es jetzt darum, wenn der Mann sich von der Frau scheidet. Und hier müssen wir auch im Hinterkopf haben,
dass diese Ayat jetzt herabgekommen sind, aus einem einzigen Grund, nämlich um die Rechte der Frau zu schützen. Diese Ayat, die wir hier haben, sind dazu da, um die Rechte der Frau zu schützen. Was haben denn nämlich die Männer in der vorislamischen Zeit gemacht? Bei ihnen gab es auch dieses System des Talaq. Und sie haben dann der Frau gesagt, du bist Talaq. Und dann war sie in der Wartezeit. Wir kommen noch auf diese Wartezeit zu sprechen, diese Iddezeit. Und dann wartete sie 3 Monate oder 3 Menstruationen. Und kurz vor dem Ende der Wartezeit hat er sie zurückgenommen. Das hat er jedes Mal gemacht. Bis zu 100 Mal. Um ihr eins auszuwischen, dass sie nicht heiraten kann. Ja, das haben sie ja, sie haben damit sozusagen gespielt. Sie haben damit was? Gespielt. Ja, komm. Kannst gehen? Nein, du kommst wieder zurück. Kannst gehen? Dann kommst du wieder zurück. Kannst gehen? Dann kommst du wieder zurück. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann welche Ayah herabgesandt hat in Surah Al-Baqarah? At-talaqu marratan. Nur 2 Mal. Und beim 3. Mal ist es dann vorbei. Außer sie heiratet nochmal jemanden anderen und kommt dann zurück, damit niemand damit spielt. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Männer schon zu mir gekommen sind. Heute, bitte, bitte, Sheikh, rette mich. Ja? Ich habe meine Frau zum 3. Mal geschieden. Ja? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft das passiert. Ja? Naja, okay. Alhamdulillah, meistens finden wir eine Lösung, aber wie gesagt, das gibt es immer noch heutzutage. Und auf jeden Fall sagt jetzt Allah Ta'ala und er zeigt auf, wie man ganz genau diesen Talaq macht. Und hier gibt es auch nochmal jetzt eine Einleitung. Wir haben in dieser Sura viel mit Fiqh zu tun. Viel mit was? Fiqh zu tun. Wir machen Fragen am Ende, inshallah Ta'ala, barakafik. Und zwar gibt es beim Talaq erst einmal, wir reden jetzt nur über den Talaq, nicht über den Khulu' und nicht über den Fasch, sondern wir reden über den Talaq. Gibt es 2 grundlegende Formen. Und zwar Talaq Sunni und Talaq Bid'i. Merkt euch das, wichtig. Talaq Sunni und Talaq Shi'i. Nein, nein, Bid'i. Ja. Was ist Talaq Sunni? Was ist Talaq Bid'i? Talaq Sunni heißt der Talaq entsprechend der Normen, die Allah Ta'ala im Koran festgelegt hat und die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam festgelegt hat. Das nennt man was? Talaq entsprechend der Sunna sozusagen. Entsprechend dem richtigen Brauch, so wie es sein sollte. Und dann gibt es Talaq Bid'i. Und Talaq Bid'i ist eine erfundene Form von Talaq, die dem widerspricht, was Allah im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna festgelegt hat. Und genau das spricht jetzt Allah Ta'ala an. Und das ist Haram. Und das machen aber sehr viele. Das ist Haram, aber machen sehr, sehr viele. Dass sie eine Art von Talaq machen, die nicht erlaubt ist. Dazu gehört beispielsweise, was sehr üblich ist, dazu gehört beispielsweise, dass man in einer Sitzung eine Frau 3-mal scheidet. Viele denken, das muss so sein. Das ist völliger Unsinn. Das ist Haram. Das heißt, so eine Frau zu sagen, Inti Tadi' Bittalat. Ja? Du bist 3-mal geschieden, nicht nur 3-mal. 3000 Mal. Es gibt ja Leute, die so, dann sowas sagen. Das ist was? Das ist Haram. Ist es gültig oder ist es nicht gültig? Wie oft ist es gültig? Darüber gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Aus den meisten Gelehrten gilt das als 3-mal. Es gibt Meinungen außerhalb der 4 Recht schon, dass es nur als 1-mal oder gar nicht gilt. Ja, das ist eine andere Sache. Das ist nicht unser Thema. Wichtig ist erst einmal, ja, dass ich weiß, dass es 2 unterschiedliche Kategorien von Talaq gibt. Talaq Sunni und Talaq Bid'i. Und Allah Ta'ala erzählt uns das auf, wie der Talaq sein sollte, wenn ich Talaq aussprechen sollte. Und hier sagt er, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَى. Wenn ihr euch von Frauen scheidet, was müsst ihr dann beachten? فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. Was heißt das? Und zwar scheidet euch von ihnen, dann, wenn sie in einer Reinheitsphase sind, wo ihr nicht mit ihnen intim verkehrt seid. Nochmal, das ist klar. Wann ist ein Talaq Talaq Sunni? Und zwar dann, wenn eine Frau in der Reinheitsphase, also nicht ihre Tage hat, nicht ihre Menstruation hat. Und der Ehemann nicht mit seiner Frau in dieser Reinheitsphase verkehrte. Das ist verständlich? Nochmal, dann ist ein Talaq Sunni, wenn eine Frau in ihrem Tuhur ist, also in ihrer Reinheitsphase ist, und der Mann mit ihr nicht verkehrte in dieser Reinheitsphase.
verkehrte er mit ihr in dieser Reinheitsphase? Oder hat sie ihre Tage, ist es nicht erlaubt, den Talaq auszusprechen, sondern ich muss warten bis zur nächsten Reinheitsphase. Warum? Was ist der Grund? Um die Idde der Frau nicht zu verlängern, weil automatisch würde sich somit ihre Idde-Zeit verlängern. Um mindestens einen Monat. Weil sie müsste dann nochmal abwarten, bis sozusagen die nächste Reinheitsphase kommt, bis die nächste Menstruation kommt. Ja, weil es geht nämlich darum, in der echten Zeit zu überprüfen, ob die Frau schwanger ist oder ob sie nicht schwanger ist. Und wenn der Mann Verkehr hatte mit ihr in dieser Reinheitsphase, besteht ja die Möglichkeit, dass sie dann auch geschwängert wurde in dieser Zeit. Und dementsprechend, ja, müsste sie dann nochmal länger warten, als wenn das sozusagen dann nicht in dieser Reinheitsphase geschehen oder in der Reinheitsphase geschehen ist, ohne dass er mit ihr verkehrte. Ja? Und damit sozusagen die Frau dadurch keinen Schaden trägt, ja, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ja, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, ja, dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin. وَأَحْصُ الْعِدَّ, und berechnet die Wartezeit. Ihsa. Und zwar von beiden Seiten. Ganz genau. Damit später, sollte es zu einem Konflikt kommen, man ganz genau weiß, wann die Scheidung auch erfolgt ist. Und wann die Idde-Zeit vorüber ist. Warum? Worum geht es nämlich? Weil sobald die Idde-Zeit einer Ehefrau vorüber ist, was ist dann? Dann ist sie komplett geschieden. Und dann kann sie heiraten. Und hier möchte ich nochmal das erklären. Wir haben heute ein bisschen Fiqh. Wir werden nächste Woche auch noch ein bisschen Fiqh haben. Aber es ist gut so. Dass wir das auch lernen, inshallah. Und zwar gibt es jetzt nach Ablauf der Iddezeit zwei Arten von Talaq. Und zwar einmal Ba'in Bainuna Sughra und einmal Ba'in Bainuna Kubra. Was heißt das? Ich erkläre es. Wenn eine Frau das erste Mal geschieden wurde oder das zweite Mal geschieden wurde und die Iddezeit ist vorüber, dann ist sie endgültig geschieden. Aber mit der Möglichkeit, noch einmal mit ihrem Mann zu heiraten, jedoch mit einem neuen Ehevertrag und mit einer neuen Brautgabe, ohne dass sie jemanden anderen heiraten müsste. Ist das verständlich? Und das nennt man Ba'i, Talaq Ba'i Bainuna Sughra. Also sie ist geschieden, komplett jetzt. Er kann sie nicht mehr zurücknehmen, weil die Wartezeit vorüber ist. Aber sie könnten nochmal heiraten mit einem neuen Ehevertrag und mit einer neuen Brautgabe, ohne dass sie jemanden anderen heiraten müsste. Was ist aber Talaq Bainuna Kubra? Das ist die endgültige Scheidung. Das ist nach dem dritten Mal. Wenn nach dem dritten Mal die Scheidung ausgesprochen wurde, dann beginnt die Wartezeit. In dieser Zeit kann er sie nicht wieder zurücknehmen. Warum? Weil sie jetzt schon dritten Mal geschieden wurde. Und sobald ihre Iddezeit vorüber ist, kann sie auch nicht mehr mit ihm heiraten, sondern sie müsste was tun? Hatta tankiha zawjan ghayra. Sie müsste dann nochmal jemanden anderen heiraten. Und zwar richtig heiraten, nicht nur formell, wie es einige machen, sondern richtig heiraten. Sie müsste dann mit diesem Mann zusammenleben etc. Und erst dann, wenn sie sich wieder von diesem Mann geschieden hat, könnte sie wieder zurück zu ihrem ersten Ehemann. Wir hatten auch schon solche Geschichten gehabt. Ja? Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ja, aber auch solche Geschichten hatten wir schon gehabt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ja, da gibt es schon einige, ich weiß nicht, ob lustig oder nicht lustig, aber schon einige sehr, sehr merkwürdige Situationen. Und auf jeden Fall, ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt also auf, wie das ganz konkret vollzogen werden muss. Und dass man ganz genau die Idde dann auch berechnen muss, um zu wissen, wann die Frau dann wieder heiraten kann, wenn sie dann heiraten möchte. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hier geht es wieder um ein wichtiges Recht der Frau, gerade zur damaligen Zeit. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Was bedeutet das? Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, früher, nachdem die Frau, also Zeit des Propheten zu Hause, vor dem Islam, nachdem ein Mann Talaq ausgesprochen hat, musste die Frau direkt das Haus verlassen. Und was hieß das für sie? Es hieß für sie, dass sie vielleicht sogar auf der Straße landen könnte. Warum? Weil sie ja nicht sofort
ein anderes Haus hat. Ein Talak passiert ja meistens in Situationen, wo das vielleicht nicht von vornherein absehbar ist. Vielleicht ist ihre Familie auch nicht da, man weiß es nicht, vielleicht lebt sie in einem fremden Land. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr dürft sie nicht aus euren Häusern vertreiben. Und Allah ta'ala, er sagt, la tukhrijuhunna min buyutihinna, weist sie nicht aus ihren Häusern aus. Obwohl die Frau vielleicht zum Haus des Ehemannes gezogen ist, sagt Allah ta'ala aus ihren Häusern, um zu zeigen, das ist auch ihr Haus. Ihr seid verheiratet und dementsprechend gehört dieses Haus nicht nur dir, sondern das Haus gehört auch ihr und sie hat Anrecht darauf, während der Wartezeit dann bei ihm zu leben. Und du darfst sie nicht aus dem Haus verstoßen. وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Sie sollen auch nicht selbst ausziehen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Also das gilt also nicht nur für den Mann, dass er sie nicht vertreiben darf, sondern die Frau sollte auch im Hause ihres Ehemannes bleiben. Warum? Was ist der Grund? Allah Ta'ala, er erklärt es ganz am Ende der Ayah, indem er nämlich sagt, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Wisst nicht, vielleicht wird Allah Ta'ala eine Angelegenheit erschaffen, geschehen lassen. Was ist damit gemeint? Und zwar, es kann sein, dass wenn Mann und Frau, nachdem sie sich geschieden haben und die Frau dann noch zu Hause ist, und er sie jeden Tag sieht und sie ihn jeden Tag sieht, dass dann was passiert? Dass so nach 1, 2, 3, 4 Wochen sie wieder sich versöhnen. Wenn sie aber komplett weg ist, was passiert dann? Man lebt sich auseinander. Sie gewöhnt sich an das Leben ohne ihn, er gewöhnt sich an das Leben ohne sie. Aber wenn sie jeden Tag zusammen sind, über mindestens 3 Monate, was kann dann passieren? Es kann passieren, dass sie dann wieder zueinander finden. Und Allah liebt die Versöhnung. Und Allah was? Er liebt die Versöhnung. Und deswegen, es widerspricht der Sunna, dass eine Frau, nachdem sie geschieden wurde, das Ehehaus, das gemeinsame Ehehaus verlässt. Sondern sie soll so lange dort bleiben, bis dann der Talaq komplett vorüber ist. Ja? Das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass die Menschen wieder zueinander kommen und er möchte nicht, dass sie sich trennen. Und vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen. Deswegen nochmal eine ganz wichtige Nasiha. Weil ich weiß, viele kommen zu mir, auch aus den Kreisen mit Eheproblemen, weiß ich nicht was. Ja? Versucht, so gut es geht, Sabr miteinander zu haben. Manchmal geht es nicht mehr, das ist eine andere Sache. Aber gerade, meine lieben Geschwister, wenn die Kinder im Spiel sind, überlegt euch das sehr gut mit der Scheidung. Scheiden kann man sich immer. Trennen kann man sich immer. Aber wieder zusammenkommen, ist sehr schwierig. Und deswegen gebt euch wenigstens eine Chance. Oder nicht gleich die Scheidung aussprechen. Vielleicht erst einmal nebeneinander herleben in derselben Wohnung. Vielleicht kommt ihr wieder zueinander. Und vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala euch wieder zueinander führen. Außer, was ist die Ausnahme? إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Was ist eine Fahische? Eine Fahische ist etwas, was offensichtlich schändlich ist. Abscheulich ist offensichtlich. Manche Mufassirun haben gesagt, damit ist Zina gemeint, dass sie Zina begangen hat. Manche sagen, es ist eine Frau Salibatul Lisan. Also eine Frau, die eine sehr lange Zunge hat und die ganze Zeit nur am Beleidigen ist und den Ehemann beleidigt, die Familie des Ehemannes beleidigt. Ja? Also es gibt da verschiedene Interpretationen darüber, ja, was damit gemeint ist mit Fahische Mubayyina. Ja? Aber am Ende ist es etwas, was dann unter, also Mubayyina, sie muss klar und deutlich sein. Es kann nicht sein, dass einfach keiner streitet, so jetzt vertreibe ich, sondern es muss wirklich eindeutig sein, dass diese Frau, dass man es nicht mehr aushält, mit dieser Frau unter einem Dach zu leben. Ja? Und jetzt sagt Allah Ta'ala, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Und jene sind was? Die Grenzen Allahs. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Und wer die Grenzen Allahs überschreitet, der hat sich selbst Unrecht getan, subhanAllah. Sich selbst. Du tust am Ende dir selbst Unrecht, wenn du eine Grenze Allahs überschreitest. Dann tust du nicht Allah Unrecht, sondern allein dir selbst. Du trägst den Schaden. Derjenige, der die Grenze Allahs einhält, ist derjenige, der erfolgreich sein wird in der Dunya und im Akhirah. Und derjenige, der sie überschreitet, ist derjenige, der Verlust erleiden wird in der Dunya und im Akhirah. Und sich am Ende selbst Unrecht tun wird. In der Dunya und im Akhirah. Und wie oft haben wir das gesehen, gerade wenn es um diese Problematik geht. Subhanallah.
Wisst ihr, wie oft ich es erlebe, dass gerade wenn es um Scheidung geht, beide Seiten, Männer sind nicht besser als Frauen und Frauen sind nicht besser als Männer. Ich sage es euch ganz offen. Es gibt nicht das Geschlecht, was besser ist. Frauen können sehr gemein sein und Männer können sehr gemein sein, wenn es um diesen großen Krieg geht. Das ist schon oft erlebt. Und subhanallah, wenn nicht diese Taqwa da ist, diese Taqwa, diese Gottesfurcht, dass ich weiß, es gibt Grenzen, die ich einhalten muss als Muslim, die ich einhalten muss als Muslimin, Allahu Akbar, Wallahi, am Ende schade ich mir nur selbst. Ich kenne Frauen, die nach der Scheidung versuchen, ihren Mann ins Auszuwischen, indem sie ihm die Kinder wegnehmen. Aber am Ende tun sie sich nur selbst unrecht, weil sie schadet ihren eigenen Kindern. Und ich kenne Männer, die versuchen, der Frau eins auszuwischen, indem sie sagen, guck mal, du bleibst einfach so Anhängsel und ich werde dich nicht scheiden lassen. Und dann kannst du schauen, was mit dir passiert. Und die Kinder leiden, deine eigenen Kinder leiden darunter. Und er tut sich am Ende nur selbst damit Unrecht. Und deswegen haltet die Grenzen Allahs ein. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, die Sura geht nachher noch darauf ein. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, so haltet sie im Guten fest. أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, oder lasst sie im Guten gehen. Und subhanallah, interessant ist, dass Allah Ta'ala hier in erster Linie wen anspricht? Die Männer. Weil sie meistens in einer stärkeren Position sind. Gesellschaftlich gesehen. In den meisten Gesellschaften sind sie, was das betrifft, in einer stärkeren Position. Schon einer aus einem Grund. Und zwar, wenn Kinder mit im Spiel sind in einer Ehe. Wer ist derjenige, der in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, dann die Kinder übernimmt und sich um sie kümmern muss? Ist der Mann oder die Frau? Die Frau. Das heißt, die Frau ist allein schon deswegen benachteiligt, weil sie dann die Last der Kinder tragen muss, während der Mann in vielen Fällen einfach tun und lassen kann, was er möchte. Und das machen auch viele Männer. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, wen spricht er hier an? In erster Linie die Männer, weil sie die größte Verantwortung diesbezüglich tragen, um ihnen aufzuzeigen, pass auf, wenn du Unrecht tust gegenüber deiner Frau, es wird einen Tag geben, wo Allah ta'ala dich dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Subhanallah. Was für Ayat. Das ist erst einmal die erste Ayat. Wir hatten eine Einführung zur Sura. Die erste Ayat. Wir werden versuchen, nächste Woche inshallah ta'ala die erste Hälfte komplett abzuschließen und dann die Woche darauf inshallah die gesamte Sura dann abzuschließen, dass wir dann dreiteilig dieses Sura behandelt haben, wie es in der Azza wa Jal.